Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück oder in dem Fall überhaupt mal zurück auf meinem Kanal beziehungsweise hallo alle miteinander. Jetzt habe ich schon mal gleich mal die Anmoderation verkackt. Yeah, läuft schon mal super. Hier bei Imperator Rome, einem Preview, das ich jetzt schon seit einer guten Woche von Paradox Interactive zugeschickt bekommen habe. Ich habe ja auch schon auf meinem YouTube-Kanal schon zwei Videos veröffentlicht, quasi so zwei Einführungsvideos, wo ich so grob meine Erkenntnisse schon mal mit euch geteilt habe, die ihr das Spiel noch nicht spielen könnt. Kommt am 25. raus, also eine Woche. Und heute werden wir es jetzt einfach mal, so wie einige andere auch, jetzt hier gemeinsam im Stream uns zu Gemüte führen. Ich sag gleich schon mal dazu, für Rom bin ich nicht zu haben. Das gibt's, Spoiler Alert, ab morgen als Let's Play auf meinem YouTube-Kanal. Und ich bin am Überlegen, was wir stattdessen spielen sollen. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal gemeinsam an. Aber vorher sage ich natürlich jetzt erstmal Hallöchen alle miteinander. Hallöchen an Hans, Hallöchen an Crow, Hallöchen an Dirk, Hallöchen an Voxel, den ich heute begrüßen durfte, heute Morgen, als er ebenfalls gestreamt hat auf seinem Twitch-Kanal. Lady Athene ist da, dann sehe ich da Donnerkönig und nachgemachter Mensch. Und wir bekommen nachher auch höchstwahrscheinlich noch Besuch. Günner wird bei mir vorbeischauen, er kommt einfach dann in meinen Sprachkanal rein und wird dann wahrscheinlich auch so seine 2 Cents zum Spiel da lassen. Zumindest innerhalb dessen, was wir dürfen, ne? Wir dürfen noch keine Bewertung abgeben, aber wir dürfen natürlich schon sagen, hey, ich finde das, also mir gefällt es oder mir gefällt es nicht, das also zumindest einzelne Aspekte, aber man darf das gesamte Spiel normalerweise in solchen Situationen noch nicht bewerten, das wäre in einem Review gleich und deswegen werdet ihr auch von mir da nichts hören, wir werden höchstens quasi so über einzelne Features reden und wie sie funktionieren, würde ich mal sagen und so werde ich das auch mehr oder weniger handhaben. Hallöchen, Momo HD, guten Abend. So, ich habe gerade eben schon mal so ein bisschen rumspioniert. Aufgrund der Tatsache, dass der gute Marvin gerade eben Makedonien zeigt, zumindest hatte ich so den Eindruck, würde ich auch sagen, wir lassen mal Makedonien sein. Ich bin so am Überlegen, ob es interessant wäre, eines der Nachfolgekönigreiche zu spielen. Ägypten wäre eine Möglichkeit, da habe ich vorhin schon mal reingeguckt, da weiß ich, was mich erwartet. Oh je, und ich ahne auch schon, warum die mittlere Schwierigkeit haben. Und ich ahne deswegen auch aus ähnlichen Gründen, warum die Seleukiden eine hohe Schwierigkeit haben und Phrygien ebenfalls. Das sind nämlich Dinge, die sind eigentlich logisch, aber mit denen rechnest du einfach nicht. Deswegen Frage, Leute, wollt ihr Ägypten sehen? Genau, Steinwallen macht Karthago, habe ich vorhin auch schon die erste Folge angeguckt. Ja, du machst Epirus. Da hast du ja gleich mal einen Brocken rausgeholt, ey. Gleich mal so ein kleines Land direkt neben Makedonien, was normalerweise dann, wenn Rom groß geworden ist, gleich von Rom gefressen wird. Oder von Makedonien. Da bist du voll in der Sandwich-Situation. Okay, so wie es aussieht, ist das Interesse an Ägypten dann doch einigermaßen gesteigert, so wie ich das hier gerade eben feststelle. Schauen wir doch einfach mal, was hier Ägypten so parat hält. Ägypten ist eine aristokratische Monarchie. Was im Grunde bedeutet, dass wir schon mal einen, also weil wir Aristokraten sind, haben wir schon einen höheren Zivilisationswert. Dann haben wir, Moment, da muss ich näher ran. Also das eine könnte irgendwas mit Geld oder mit Tyrannei zu tun haben, das linke. Also das, ich glaube, dass die Tyrannei sich einfach mit der Zeit eher abbaut, um 0,1. Das werden wir, können wir uns allerdings dann innen drin angucken. Und das mittlere dürfte irgendwie was mit der Kultur oder mit der guten Laune der Bürger zu tun haben. Das Blöde ist bloß, man kann das jetzt hier nicht anklicken und dann Mouse over machen. Das sind so Sachen, da hoffe ich, dass das später irgendwie nochmal so ein bisschen mehr ausformuliert wird. Wir sehen, dass wir militärische Ideen 1 haben, Redekunst Ideen 2. Herrscher reagiert, genau. Er reagiert und regiert auf Lebenszeit. Dann haben wir eine hellenische Religion, also im Grunde genauso wie Rom, aber da werden wir sehen. Das ist tricky. Das ist die Staatsreligion. Und was Staatsreligion ist, muss noch lange nicht die Religion des Volkes sein. Dann haben wir die Kultur makedonisch. Selbiges gilt hierfür. Schönen guten Abend, Matschkopf. Grüß dich. Und das hier ist unser Herrscher. Das ist der Ptolemäus Sotalagit. Der ist total legit. Ne? Legit. Ptolemy Scooter Legit. Der ist also... Entschuldigung. Ich war albern, wenn man die Namen sich so anguckt. Aber der ist total legit, also sehen wir ja gerade eben. Der ist auch total legitimiert.
Wir haben 183 Städte, was episch anmutet. Und das ist auch so, wenn man sich jetzt mal so anguckt, wie groß das jetzt hier so alles ist. Also allein hier quasi jetzt hier so um den Nil herum, ne, da geht's schon ordentlich zur Sache. Hallöchen, Octagaming, grüß dich. Daraus resultiert dann auch eine extrem hohe Anzahl an Bewohnern, 1813, das ist sau viel, wenn man das jetzt hier mal so mit dem beginnenden Römelchen hier mal so vergleichen würde. Die haben halt, ja, so knapp 400, ne, und ja, da sind halt die Ägypter dann schon ein bisschen weiter vorne, aber es ist halt auch ein deutlich größeres Land, wenn man das jetzt hier mal so anguckt. Also wenn man es auf die Größe umrechnet, muss man sagen, es ist eigentlich sogar eher dünn besiedelt. Aber wir werden daran arbeiten, dass sich das ändert. Wir haben davon hier so und so viele Bürger, so und so viele freie Männer, so und so viele Stammesmitglieder. Die Stammesmitglieder sind für mich nach wie vor immer noch so ein leichtes Mysterium. Also ich weiß zwar, was sie tun, aber die sind irgendwie so eine Zwischenrolle, die sind irgendwie so Proto- freie Männer. So eine Zwischenstufe aus Sklave und freie Männer. Und dann haben wir natürlich noch die Sklaven, die für Handelswert ganz, ganz wichtig sind. So, wir haben dann auch noch hier Untertanen. Das ist einmal Andros, einmal Kos und einmal Klientelstaat Dodekachoinos. Whatever. Ich werde auch auf einer höheren Schwierigkeit spielen. Spielen wir mal einfach mal schwer. Sehr schwer will ich noch nicht machen. Denn die sind ja ohnehin schon ein bisschen schwerer unterwegs. Oder was sagt ihr, Leute? Schwer oder sehr schwer? Wenn wir halt sehr schwer spielen, dann kann es auch sein, dass wir ganz, ganz schnell drauf gehen. Haut mir mal eure Meinung hinein. Octagaming, das ist kein Cheaten, was ich mache. Das ist tatsächlich einfach Influencen. Und Paradox Interactive ist der Meinung, dass das Spiel geinfluenced werden soll. Schwer reicht. Momo schreibt auch schwer. Also wie gesagt, bei schwer bekommt halt die KI halt schon fette Boni. Wir bekommen halt noch keine Mali, ne? Gut, dann starten wir jetzt einfach mal. Ironman-Modus lassen wir jetzt auch mal nochmal weg. Wie gesagt, ist ja auch Quatsch. Wir beginnen. Lustig ist, wir könnten das Ganze auch simulieren lassen. Was ich auch cool finde, ist, dass sie hier so einen Knopf eingeführt haben, Geschlechterregeln. Default sind die historischen Geschlechterregeln für jede einzelne Kultur. Aber wenn man jetzt quasi dann, sag ich jetzt mal, eine modernere Auffassung hat, beziehungsweise eine aufgeschlossenere Auffassung, was Geschlechter angeht, dass das alles durchlässiger für sich selber machen will, kann man auch als Spieler, wenn man das möchte, hier einfach aufheben, die historischen Sachen. Und Frauen können, glaube ich, dann auch jeden Job nehmen. Das darf dann jeder für sich selbst entscheiden. Finde ich in Ordnung, wie gesagt. Kann jeder für sich selbst entscheiden. So, Alexander der Große. Den haben wir hinter uns, aber da steht trotzdem ein Text dazu. Der Oh Gott, ich muss da näher ran. Der argeadische König Alexander starb vor 18 Jahren überraschend in Babylon im Alter von 32. In den 5 Jahren vor seinem Tod hatten seine anhaltenden militärischen Erfolge die den Griechen bekannte Welt umgestaltet. Sein Reich erstreckte sich dabei ununterbrochen von Ägypten bis zum Indus. Der Schock von Alexanders frühem Tod und sein Mangel an einem erwählten Nachfolger stürzte die Hierarchie der Satrapen und Generäle ins Chaos, die ihn begleiteten und so zerlegten sie sein Imperium in mehrere Teile. Ich muss echt näher ran, meine Augen eh alles so klein. Mehrere Teile, die von diesem als Diadochi bezeichneten Potentaten regiert wurden. Für viele Jahre nun sind diese und ihre Nachfolger ein erbitterter Kampf um die Zukunft des Reiches geraten und haben alle Nationen in ihrem Einflussbereich mit in diesen Konflikt hineingezogen. Die Kriege der Diadochi werden sicherlich weitergehen und vielleicht entscheidet Ägypten, wie sie enden werden. Also im Grunde sind wir hier so ein klein wenig im Konkurrenzkampf mit den anderen Staaten, die ehemals mal Alexander gehört haben. So, wir fangen folgendermaßen an. Jetzt kommt unsere wahre Herausforderung. Wir sehen erstmal quasi, boah, Riesenland, voll die krasse Manpower, sogar mehr als 108.000 von maximal 100 möglichen 103.000, aber okay. Also wir haben schon doppelt so viele Manpower wie Rom, aber wenn man bedenkt, wie groß das Land ist, ist das eigentlich eher so mittel. Sag ich jetzt mal, warum ist das so? Wie gesagt, ich habe mir vorhin schon mal Ägypten mal so angeguckt. Die Länder hier sind eher so mäßig ausgebaut und auch eher so mäßig besiedelt. Da ist einer drin. Yay.
Könnte eine Weile dauern, bis die ja dann loslegen. Hallöchen, Fireking, grüß dich, wie geht's? Also es könnte eine Weile dauern, bis wir da hier was ausgebaut haben. Das hier ist halt quasi die Lebensader. Da sieht's ein bisschen anders aus. Und insbesondere in Alexandria geht's voll zur Sache, wenn man sich das hier mal so anguckt. Aber nichtsdestotrotz ist das Ganze da jetzt mal noch ausbaufähig. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, was unsere echte Herausforderung ist, das sehen wir, wenn wir auf Religion klicken. Wir haben eine religiöse Einheit von 8,2%. 1665 von unseren 1813 Bewohnern sind nicht hellenisch. Die sind irgendwas anderes. Auf Schwäbisch sagt man Wirschgleibige. Die sind wohl noch, keine Ahnung, dem ISIS-Glauben. Nee, genau, kemetisch. Die haben also denselben Glauben wie Karthago und haben auch die ägyptische Kultur. Was ein Problem ist, denn nur Alexandria scheint tatsächlich makedonisch-hellenisch zu sein. Und deswegen wird das hier an dieser Stelle für uns eine Herausforderung werden. Wir werden also als allererstes versuchen müssen, keine Länder zu verlieren. Wir werden versuchen müssen, alles mit der Zeit hier zu konvertieren zu unserer Religion. Da werden eine Menge Punkte dafür draufgehen. Wir werden sie kulturell anpassen müssen, damit überhaupt erstmal unsere ganzen Sachen hier, wie zum Beispiel unsere Omen, einen ansatzweise brauchbaren Bonus mitbringen, denn das tut es tatsächlich nicht. Unser Vorteil ist, wir haben keine Sorge ums Geld, denn das haben wir ordentlich am Anfang schon mit dabei und die Armeen, die wir haben, 30.000 Mann, ist auch schon mal ganz gut und wir könnten auch hier wirklich absurde Mengen an Söldnern schon mal ausheben. So, das Erste, was wir jetzt hier mal machen, ist, und wir gucken uns mal hier unsere, unseren Kollegen hier an, das ist also wie gesagt der Legit, der Ptolemäus. Wir können jetzt erstmal hier eine Idee für ihn auswählen. Gucken wir mal, was es ist. Also wie gesagt, kriegerische Sachen brauchen wir jetzt am Anfang eigentlich erstmal nicht so sehr. Schauen wir mal, Produktion von Sklaven, Handelswert, Bauzeit von irgendwelchen Gebäuden, Korruption kann ich reduzieren, der General- und Admiral-Loyalität kann ich erhöhen, ich kann die Beziehungen zu den Vasallen verbessern, Beziehungen verbessern generell allgemein. Die Zivilisationsstufe kann ich höher setzen, ich kann die Untertanenstaaten loyaler machen und ich kann den Herrscher beliebter machen. Ich bin der Meinung, ein Herrscher möchte beliebt sein, vor allem wenn er auf Lebenszeit regiert. Das könnte definitiv sinnvoll sein. Dann bin ich der Meinung, dass die Loyalität unserer Untertanenstaaten definitiv eigentlich auch ganz wichtig wäre. Beziehungsweise die Generalsloyalität. Das sind so Dinge, die möchte ich definitiv haben, falls irgendwie Quatsch passiert. Und ich bin der Meinung, ich möchte die Zivilisation weiter stärken. Das ist sozusagen das, was ich am Anfang machen möchte. So, und jetzt gucke ich mal ganz kurz mal, was ihr hier so schreibt. Hallöchen erstmal, Grey Knight. Da oben hat noch nachgemachter Mensch was geschrieben. Nachgemachter Mensch, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht entschieden. Das entscheide ich wahrscheinlich nächste Woche, wenn ich das dann mal spiele und streame. Guten Abend, Grafen Ulm. So. Ich soll die passenden nehmen, damit ich den Bonus hier rechts bekomme. Ja, stimmt. Ja, das stimmt schon. Du hast schon recht. Aber das wusste ich noch gar nicht. Jedes Mal, wenn man dieses Spiel anmacht, lernt man was Neues. Der Bonus für übereinstimmende Ideen ist inaktiv. Wäre er aktiv, würdet ihr Folgendes erhalten: Tyrannei monatlich. Okay. Ja, aber wie gesagt, mir ist das andere gerade eben wichtiger auch, Fire King. Also so oder so wäre mir das wichtiger, dass das jetzt erstmal der Fall ist. Das ist ja richtig, wir können gerade eben mal reingucken. Das Interessante ist, dass das Spiel mir allerdings das nicht mal sagt. Das Spiel sagt mir nicht einmal, was die richtige ist, oder? Ich sehe so Mouse-Overe. Nö, das Spiel verrät mir nicht mal, was die richtige ist. Ja, Steinwallen hat da aber auch den tiefsten Einblick, das darf man nicht vergessen. Ne? Also da kann man auch am allermeisten lernen. Alles, was man zum Beispiel in meinen Videos gesehen hat, ich hab nie irgendetwas von Dingen bekommen. Ich habe mir alles angelesen, beziehungsweise nicht angelesen, ich habe mir alles selber angeeignet durch Rumprobieren. Habe da 3 Tage lang alleine in diesem Spiel hier nur rumgefailt, um zu gucken, was macht eigentlich was. So, jetzt gucken wir erstmal auf die Erfindungen. Wir haben momentan eine relativ ineffiziente Forschungseffizienz. Ich möchte insgesamt die Forschung jetzt verbessern. Lars, Dankeschön.
Fühlt sich hier irgendwie 9 Jahre? Was? Dankeschön. Also wir machen jetzt erstmal die Kräuterkunde. Und jetzt gucke ich mal, ob ich irgendetwas machen kann, um meine Innenpolitik. Wir werden es eher mit der Innenpolitik zu tun haben. Zu verbessern. Ja, dann nehme ich die Omenstärke, oder? Nee. Dann lass uns die Militärtechnologie nehmen. Technologieforschung ist am Anfang eigentlich ganz wichtig. Jetzt gucken wir mal, was von Omen wir nehmen wollen. Omen-Gnomen, Bevölkerungswachstum, Steuern, Forschungspunkte. Ihr seht halt, das ist halt aufgrund unserer religiösen Einheit halt wirklich ein Witz. Das ist halt echt kein starker Buff. Guck mal, 0,05% Bevölkerungswachstum. Spürst du halt original gar nicht. Wie viel Geld machen wir eigentlich? Wir machen hauptsächlich Geld über Steuern. Also könnte es Sinn machen, dass wir einfach mal die Steuern noch weiter verbessern, weil dann machen wir da natürlich noch mehr Geld, ne? Prozentual, logischerweise. So, jetzt können wir eigentlich das Spiel mal loslaufen lassen. Wir gucken uns derweil mal unsere Armee an. Unsere Regierung sieht wie folgt aus. Wir haben hier natürlich mögliche Nachfolger. Ich finde es lustig, dass da ein Baby drin ist. die Nachfolgeunterstützung wird hier angezeigt. Der hat hier 1000. Das erste Kind von uns. Der älteste. Ist dann wohl der zweitälteste oder irgendjemand anders. Keine Ahnung, ist auch völlig egal. Wir sehen auch hier gibt es Legitimität. Und das wirkt sich dann am Ende quasi auf. Also bei, ja, was heißt, nee, wirkt sich nicht wirklich auf. Aber die religiöse Einheit, also wir, unsere Herausforderung ist halt wirklich, dass wir eine religiöse Einheit in unserem Volk herstellen. Denn ihr seht, die religiöse Einheit beeinflusst die Legitimität des Nachfolgers. Unterstützung für einen Thronanwärter. Kann das von ihm jetzt einfordern? Das kostet mich dann Dinge. Aber jetzt passieren vorher noch andere Dinge. Die Kriege der Diadochi. Da ist Antigonid, Antipatrid und Alkimachid aufgeführt. Alexander der Große, der das größte Imperium der Welt errichtete, starb plötzlich vor 10 Jahren. Da es keinen eindeutigen Nachfolger gab, kämpften. Jetzt kommen sie nur noch plötzlich vor 10 Jahren. Vorhin waren es noch 18 Jahre. Da es keinen eindeutigen Nachfolger gab, kämpften seine Generäle Diadochi der Nachfolgeseite um Alexanders Vermächtnis. Als einer der ältesten Freunde Alexanders hat sich unser Herrscher Ptolemaios die reichste Provinz des Reiches Ägypten gesichert. Die Expansion nach Griechenland und Syrien wurde jedoch von Antigonos Monoptalmus, dem Herrscher der ehemaligen Satrape von Phrygia, verhindert. Die größte ägyptische Flotte wurde in der letzten Schlacht von Salamis zerstört. Antigonos, Dankeschön für deinen Host, Thor's Hammer. Vielen lieben Dank und willkommen. Antigonos mag vielleicht der mächtigste der Nachfolger sein, aber sein Erfolg bringt auch Feinde hervor und so kämpft er jetzt allein und ist verwundbar. Dies könnte sich als große Gelegenheit erweisen, vorausgesetzt wir könnten Verbündete gegen ihn gewinnen. Okay, und jetzt kommt hier, das Reich gehört den Stärksten. Wir erhalten Ansprüche auf Alexanders ehemaliges Reich. Griechenland, Thrakien, Makedonien, Syrien, Asien, Kilikien, Phrygien, Assyrien, Persis, Palästina, Mesopotamien, Unterägypten und Oberägypten. Wusste ich nicht, dass es jetzt ein Unter- und Oberägypten gibt. So, also gut. Jetzt gucken wir erstmal hier. Wir würden einen Bonus haben, Handelsroute fragen. Ein Gesandter aus hellenischem Lokalmacht. Kappadokien bittet darum, Salz aus der Provinz Ost Marmarika importieren zu dürfen. Da wir dies derzeit nicht exportieren, würden wir den folgenden Bonus erhalten. Ja, ich verliere keinen Bonus und bekomme dafür stattdessen einfach nur Geld. Was ist Kappadokien? Das sind die da oben. Kann man machen. Ich verliere ja daran nichts. Wir haben übrigens noch eine Handelsroute, die wir theoretisch. Dafür sind wir noch zu früh im Spiel. Es gibt noch keine Überschüsse, die wir irgendwoher importieren könnten. So, jetzt kurz mal Pause. Wir haben auch noch, also gut, wir haben unbenutzte Handelsrouten. Wie gesagt, ich gehe jetzt gar nicht so sehr aufs Detail ein. Ich spiele jetzt eigentlich hauptsächlich einfach mal nur und gehe dann auf bestimmte Dinge ein, die mir dann halt einfach jetzt bei Ägypten auffallen. Wenn es euch um die grundlegende Spielmechanik geht, fragt zum Beispiel einfach, was zum Teufel machst du da oder so. Oder im Zweifelsfall guckt ihr einfach die zwei YouTube-Videos an, die ich gemacht habe. Die gehen zusammen 1,5 Stunden. Da gehe ich grob
absichtlich grob, also noch nicht mal arg im Detail, auf alles ein. Ja, Militär aufbauen ist gut, aber ich will eigentlich erstmal wirklich kulturell Fuß fassen, Hans. Für mich ist es tatsächlich viel wichtiger, dass wir hier kulturell Fuß fassen. Und deswegen muss ich jetzt hier erstmal in Alexandria nochmal einen Kornspeicher machen. Warum? Erhöhtes Bevölkerungswachstum und die Zufriedenheit von Sklaven. Ich habe schon ein paar Sklaven. Ich finde es gut, dass die Sklaven hier zufrieden sind. Das ist nämlich eines meiner wichtigsten Gebiete. Wir haben hier schon 3 Marktplätze. Das erhöht die Steuern, den Handelswert und die Zivilisationsstufe. Ihr seht hier die Werte, die könnt ihr dann direkt quasi aus der mal 3 ableiten. Wir haben kein Trainingslager, wodurch wir auch keine Erhöhung der Rekrutenreserve haben. Und wir haben auch keine Festungsstufe, außer halt, dass es halt die grundlegende der Hauptstadt halt ist. So, und jetzt gucken wir mal hier in den umliegenden Gebieten, die eigentlich auch schon ganz gut ausgebaut sind. Ich bin immer so ein Fan davon, das hier so einigermaßen gleichmäßig auszubauen. Einmal, zweimal. Also, dass einerseits die Zivilisationsstufe sich erhöht, damit auch Steuer und Handel, aber auch gleichzeitig das Bevölkerungswachstum. Also, und da möchte ich jetzt quasi wachsen. Wie so ein Fleck. Der Schreiber des Epos. Ach Gott, das ist doch eh wieder so eine Betrugsnummer. Ein Mann tritt mit der Bitte um ein Zimmer, um etwas Hilfe an uns heran, um eine große Geschichte für die Ewigkeit zu schreiben. Er verspricht uns, dass er dafür sorgen wird, dass Ägypten in der Erzählung einbezogen wird und es somit auch für uns selbst von Vorteil sein wird. Wenn es ihm gelingt, dieses Epos zu schreiben, werden wir das Wohlwollen der einfacheren Leute erhalten und jedem zeigen, was für weise und gütige Herrscher wir sind. Ich weiß jetzt nicht, ob Ptolemäus das braucht. Wir können den Schreiber unterstützen, aber ich habe gerade eben kein Geld und ich habe keinen Bock, deswegen jetzt ins Minus zu geraten. Wir schicken ihn weg. Das einfache Volk interessiert doch einen Gottkönig nicht. So, weg mit ihm. Ja, ich meine, wir haben eine 100%ige Legitimität. Hans fragt, was denn, machst du da? Ich versuche jetzt nicht zu sterben. Unterstützung fordern, das kostet mich eigentlich nur Redekunst. Also ich kann auch gerade immer mal sagen, ich gehe mal ganz, ganz kurz drauf ein, was es da oben ist. Na, das ist unser Geld, das ist unsere Manpower, das ist unsere Militärmacht, das ist eine Ressource. Eine andere Ressource ist Zivilmacht, damit kann ich dann solche Ideen kaufen, also Technologien, wenn ihr so wollt. Dann gibt es die Redekunst, die brauche ich für alles mögliche Diplomatische, sowohl Innen- als auch Außenpolitik. Und ein Beispiel dafür ist jetzt, ihn davon zu überzeugen, dass mein Erbe ganz toll ist. So. Und er ist jetzt der Meinung, dass mein Erbe ganz toll ist, zumindest bis zum Jahre 56. So lange ist er jetzt der Meinung, dass das so ist. So, hoffe ich zumindest. Das baut sich aber wahrscheinlich tendenziell eher auf, oder? Anziehung des Primärerben plus 50. Hat sich aber bei ihm jetzt irgendwie nicht so wirklich gefestigt. Aus Eisen macht man tatsächlich Waffen für schwere Infanterie. Mein Problem ist bloß, wenn ich jetzt hier auch mal auf die Armee klicke, ich muss jetzt hier sowieso erstmal einen General reinpacken und ich bin der Meinung, dass es hier mein Hauptherrscher ist, der sollte, also Ptolemäus sollte meiner Meinung nach diese Armee jetzt einfach mal anführen. Wirtschaft, kann man auch mal hier mal die Festungen runtersetzen. Ich setze jetzt auch mal den Sold der Armee runter. Das sorgt dafür, dass ich 80% der Moral der Soldaten verliere, aber ich mache dann mehr Geld in der Zeit. Und solange ich keinen Krieg habe, gibt es keinen Grund, warum ich das jetzt momentan, also nicht mal ein Krieg in Sicht ist, sage ich jetzt mal, ist nämlich kein Grund, warum ich jetzt hier in dieser Richtung aktiv werden sollte. Oh, und jetzt hat sich hier schon mal was getan. Jetzt haben wir nämlich zum ersten Mal Überschüsse in umliegenden anderen Ländern. Also das sind jetzt nicht unbedingt meine Länder, das können teilweise meine Vasallen sein, die das dann plötzlich herstellen, aber höchstwahrscheinlich sind es irgendwelche Länder, mit denen wir jetzt irgendwo Kontakt haben. Und die haben jetzt plötzlich Überschüsse, die sie anbieten können. Und ich kann mir jetzt die Frage stellen, was will ich? Was ist für mich wichtig? Überall, wo ein grüner Haken drin ist, das ist sehr, sehr praktisch. Wir könnten jetzt hier die Tyrannei reduzieren mit Marmor, wenn wir einen Überschuss an seinem Marmor haben. Aber der Punkt ist der, ich habe keine Tyrannei. Das wäre dieser Wert hier. Und ich habe auch momentan nicht vor, welchen aufzubauen. Papyrus würde die Forschungspunkte erhöhen. Tonwaren, die Produktion freier Männer. Die Stoffe würden die Forschungspunkte genauso erhöhen wie Papyrus. Was haben wir hier? Gemüse. Sklaven umsiedeln kostet weniger. Versorgungslimit wird erhöht. Versorgungslimit. Sklaven umsiedeln wird im Grundlegend günstiger. Hanf. Hanf.
Aus Hanf kann man offensivere Triremen machen. Dann sind sie sorglos im Kampf, ne? Spaß. Nee, man macht daraus natürlich letzten Endes Segel und Seile und so, Hanfseile. Fälle. Anfangserfahrung sorgt dafür einfach, dass unsere Einheiten von Anfang an mehr Erfahrung haben, wenn wir sie ausbilden. Salz reduziert die Unterhaltskosten für Armeen. Das ist nicht, weil sie das Zeug essen, sondern weil wir wissen, dass wir sie uns damit foltern werden. Ganz einfach. Dann trauen sie sich nicht mehr Geld zu verlangen. Wisst ihr, jedes Mal, wenn dann einer kommt, hast du mehr Geld, Salz die Augen. Ah! Nee, Spaß. Stein reduziert die Kosten für Gebäude. Das könnte man durchaus machen, weil ich jetzt gerade eben ohnehin vorhabe, so einige Gebäude zu bauen. Leichte Infanterie, Wild, Bogenschützen. Also ihr seht hier, Wild erhöht quasi die Disziplin der Bogenschützen. Unedle Metalle verbessert die Offensive von leichter Infanterie. Leder, die Defensive von leichter Infanterie. Honig verbessert die diplomatische Reputation. Ne? Wenn du Honig bekommst, was Süßes in der damaligen Zeit, dann redest du gleich viel lieber mit deinem Gegenüber. Indigo verbessert die Zufriedenheit von Stammesmitgliedern. Das könnte man machen. Weil ich ohnehin, ich weiß gar nicht, wie hoch die Unzufriedenheit ist. Ich kann hier gerade mal gucken, das ist die Unruhe. Habe ich Unruhe in meinem Land? Also hier ist es auf jeden Fall alles grün. Und es gibt Gebiete, wo es auch grün ist. Ich scheine aber auch keine Unruhe in dem Sinne zu haben. Es gibt aber korrupte Gouverneure, okay. Das sind so Dinge, die ich im Auge behalten muss. Oliven verbessern die Zufriedenheit von Sklaven, keine Ahnung warum. Datteln verbessern den Handelswert. Lustig, ne? Du handelst mit Datteln und dann hast du noch mehr Handelswert. Hallo Seedaum, grüß dich. Guten Abend. Getreide würde die Rekrutenreserve erhöhen. Fisch die Zufriedenheit freier Männer und Nutzvieh die Aufwertkosten von freien Männern reduzieren. Ich will sie aber nicht aufwerten, ich will sie, wie gesagt, religiös konvertieren. Ist Integrationsgeschwindigkeit erhöht. Mit Seide werde ich aber so schnell nicht bekommen. Räucherwerk würde Omen und Handelswert beeinflussen. Edelsteine, die Zivilisationsstufe. Gewürze, die Zufriedenheit von Bürgern. Bernstein, die Beliebtheit des Herrschers. Glas, Religionstechnologie, Forschungsgeschwindigkeit. Also ihr seht, es scheint nichts zu geben. Farben, Produktion von Bürgern. Ich bin gerade immer am Gucken. Es scheint nichts zu geben, was es mir irgendwie günstiger macht, die Leute zu konvertieren. Das ist düster. Ich mache jetzt mal Indigo, weil ich die Zufriedenheit von Stammesmitgliedern erhöhen will, oder? Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ne, ich mache mit Unterhaltskosten für Armeen noch niedriger. So, Wein. Wir saufen uns einfach dieses Ägypten schön. So. Also gut, was wir jetzt auch noch machen können, ist theoretisch eine weitere Armee ausheben. Weil wir ohnehin keine schwere Infanterie bauen können, denn wir haben im gesamten Reich kein Eisen. Ich kann eigentlich nur Psyloi und was weiß ich was bauen. Also ich kann es auch gerade eben hier mal zeigen. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, da habe ich die bessere Übersicht. Wenn ich jetzt hier Pesetai Roy ausheben wollen würde, würde ich ganz schnell feststellen, dass das nicht geht. Nirgends. Ich kann auch nicht mal hier Streitling, also hier Redons ausheben. Was brauche ich denn dafür eigentlich? Sagt mir das Spiel gerade eben nicht mal. Psyloi kann ich ausheben. Kamele kann ich ausheben. Triremen kann ich nicht mal ausheben. Kriegselefanten kann ich nicht ausheben. Die Hypaspisten, die kann ich ausheben. Das ist die leichte Infanterie. Ja, und das ist eigentlich das, was ich eigentlich auch jetzt am besten hier mal tue. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Fangen wir mal damit an. Und dann noch Psyloi hinten dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann schauen wir mal, wie wir diese Armee aufstellen. Diese Armee hier ist tatsächlich mit schwerer Infanterie gesehen. Das sind also im Grunde Hopliten. Hallöchen, Pinsi. Guten Abend, grüß dich. Na, wie geht's? Und wir können jetzt mal gucken, quasi, wie unsere Armeen terrain taktisch zusammen agieren. Also wir müssen uns jetzt entscheiden. Wenn wir Phalanx kämpfen wollen, ist leichte Kavallerie schon mal keine dumme Idee. Aber die Bogenschützen sind völlig für den Fuß. Ihr seht, die Effizienz der Phalanx ist deswegen Quatsch. Oder wir gehen auf ein Ding, aber ganz ehrlich, wenn ich schon nur Hopliten machen kann, welchen Phalanxkampf machen kann, dann wähle ich einen Phalanxkampf. Und dann kommen jetzt hier einfach die Bogenschützen aus dieser Armee einfach raus. So. Wähle die an, schicke sie einfach mal hier nebenan.
Und hier werden diese Jungs und dann mal einfach jetzt mal zusammengeführt für die nächste Armee. So. Da haben wir jetzt auch schon gleich mal hier so locker flockig dann die 20.000 Mann, die wir wollten. Und hier können wir auch gleich mal gucken, was wir jetzt da für eine Strategie wählen können. Momentan wäre das sinnvollste tatsächlich Scharmützel. Das ist so eine typische Scharmützel-Armee. Das ist der hier, der ist aggressiv. Kamel-Disziplin, leichte Kavallerie-Disziplin. Okay, den merke ich mir für eine andere Armee. Gott, haben wir beschissene Kommentare. Ich nehme mal den da. Scharmützel. Also typische Scharmützel-Armee. Dann bekommt er noch mehr Bogenschützen. Bogenschützen sind, glaube ich, ziemlich effizient beim Scharmützel. Ah, nee, sind sie nicht. Das sind eigentlich, beim Scharmützel sind es tatsächlich eher die da. Ja, ich packe die jetzt da trotzdem mal rein. Ich kann die ja dann immer noch raussehen. Hallöchen, Hyperventilator. Guten Abend. So, hier gibt es schon wieder... Wir würden einen Bonus auf die Forschungspunkte erhalten, wenn wir... Moment, Pause. Gesandter, bla 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 bla. Memphis, bla bla bla. Was will der importieren? Papyrus, oh, das nehmen wir doch. Das ist gut. Das nehmen wir gerne. So, jetzt muss ich unsere... Ein weiteres Problem übrigens, was ganz, ganz krass ist. Wir haben, wenn wir weiter nach Süden gehen, ein echtes Problem. Hier sau viele Bogenschützen, ja, nicht viel zu viele. Das ist keine ideale Armee. Wenn wir nach Süden gehen, hier in dieses Gebiet, da werden die Versorgungslimits so gering, da kannst du mit solchen Armeen gar nicht hingehen. So, ich bin jetzt der Meinung, dass wir jetzt hier mal anfangen wollen. Hier haben wir, glaube ich, komplett makedonisch, oder? Das ist alles schon makedonisch. Ja, ist noch nicht alles makedonisch. Ach du Scheiße. Das wird ein teurer Spaß. Das wird noch eine Weile dauern, die alle zu konvertieren, zu assimilieren. Also wir werden es jetzt in Alexandria anfangen, das alles hier zu machen. Ich meine, der macht es auch von alleine mit der Zeit. Insgesamt kann man das auch dann, also momentan haben wir sogar lokale Autonomie. Das werden wir ändern, sobald wir die Redekunst dafür haben. Das kuscht halt alles, ne? Was das kuscht. So, warte mal, ich schalte das jetzt hier gerade eben mal um, dass wir besser sehen, was uns ist, was uns gehört. Das hier zum Beispiel. Wir haben jetzt hier auf Phrygien hier einen Anspruch. Das ist alles Phrygien hier. Wahnsinn, ne? Halt riesengroß, aber wir sind das reichste davon. 20.000 Bogenschützen, das muss man sich mal vorstellen. Und hier will ich jetzt die Hypaspispen reinpacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warum? Ganz einfach, weil die Einheiten sich eigentlich ganz gut... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache mal nur 5 rein. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum. Am meisten sind für den Phalanxkampf natürlich die schwere Infanterie wichtig. Aber die leichte Infanterie ergänzt das Ganze nochmal so ein bisschen. Ja, Hans, weil nachher noch Günner vorbeikommt. Deswegen. So, das Lustige ist, wir haben so viel leichte Kavallerie, dass wir sogar einen Täuschungskampf machen können. Aber ihr seht jetzt quasi, dass jetzt hier die Effizienz runtergeht. Also, das muss man in solchen Situationen halt immer so ein bisschen bedenken. So, ich mache jetzt mal die Jungs hier. Hier kann man tatsächlich sagen, gehen auf die 10. Und ein Auge für Ästhetik ist jetzt auch am Start. Leukon, Hypostratit, hat bei seinen zivilen Pflichten vielversprechende Leistungen gezeigt und ist als Handwerker ziemlich bekannt geworden. Er hat kürzlich ein wunderbares Design für ein neues Trainingslager fertiggestellt. Wir können dieses Meisterwerk im Auftrag des Staates errichten lassen. Allerdings wäre solch eine architektonische Vision sicher auch für den richtigen Investor wertvoll. Für den Staat erhöht seine Loyalität und Deras erhält ein Trainingslager. Oder unsere Kassen sind leer, dann bekommen wir Geld, 80, und er bekommt 100, der Leukon.
Das ist mir eigentlich relativ egal. Dieses Deras. Wo ist denn jetzt dieses Deras? Mit F kann man das aufrufen. Deras. Rauche ich hier in diesem Deras überhaupt sowas? Nein. Ich nehm's Geld. Ohne Witz. Also, da will ich andere Dinge bauen. Ich bekomme hier Bogenschützendisziplin. Durch das hier. Das mit der Zeit liest man das ganz schnell. Wie gesagt, ich habe jetzt schon eine Woche hier in dem Spiel verbracht. Mit der Zeit liest du das ganz, ganz schnell. Und so, ich bekomme diesen Bonus. Oder es steht dran, du verlierst. Und dann mache ich immer, nee, will ich nicht. Immer wenn dran steht, verlierst, nee, will ich nicht. So. Jetzt haben wir 25.000 Mann davon. 30.000 Mann hiervon. Ich bin noch der Meinung, das könnte man immer noch später irgendwie umbauen. So, und wir bauen jetzt natürlich weiter. Das hier aus. Eine Menge Sachen, die... Oh, da kann ich fünf! Entschuldigung. ich muss mich erstmal beruhigen. 1, 2, 3. Und jetzt ist mir das Geld ausgegangen. Aber das kann... Das habe ich nicht erwartet, dass ich hier so viele aus... Dass ich das hier so krass ausbauen kann. Aber ich werde hier auf jeden Fall nochmal einen Marktplatz bauen. Hier gibt es 25 Sklaven. Das ist kurz davor, dass ich in diesem Gebiet hier nochmal einen Bonus auf Getreide bekomme. Alle 15 Sklaven bekommt man, wenn man es default macht, einen zusätzlichen Bonus auf die lokale Handelsware. Deswegen steht ja auch eine 2. Und ich habe insgesamt ganz viel Getreide. Ich glaube, deswegen ist auch Ägypten die Kornkammer Roms irgendwann mal geworden. So, du baust jetzt hier mal fröhlich. Jetzt können wir... Was habe ich in Auftrag gegeben? Wir machen noch mal eins davon. Aufblühende Freundschaft. Ptolemäus und Euklid haben die letzten Wochen in einer tiefen Debatte über eine Reihe von Themen verbracht, die sich beide äußerst ernst nehmen. In einer kürzlichen offenen Diskussion am Hof von Euklid hat Euklid nun Ptolemäus darauf hingewiesen, dass die Kameradschaft eine kleine Unstimmigkeit übersteht. Und wir haben jetzt die Entscheidung, wollen wir, dass die beiden Freunde werden? Oder nicht? Und ich bin der Meinung, wir sind ein Herrscher. Wir sind, also, das ist ja anders, als ob man jetzt quasi eine Republik spielt. Bei einer Republik ist es dir eigentlich völlig egal, wer quasi sozusagen mit wem befreundet ist. Da kannst du sogar die Familien gegeneinander ausspielen. Hier spielen wir dann jetzt halt, also zwar auch nur Ägypten, aber wir haben halt hier eine klare Dynastie und ich will den stärken, deswegen will ich, dass er natürlich Freunde hat. Und Freunde können die nicht unendlich viele haben, die können, also er kann jetzt hier zum Beispiel maximal 4 Freunde haben, hat aber auch jetzt ihn hier als Rivalen. Wie ihr hier seht. So, jetzt, warte mal, jetzt habe ich hier genau hier 2 Stück in Auftrag gegeben. Das hier habe ich nicht in Auftrag gegeben, aber ein Lager wäre nicht schlecht. Die Olympischen Spiele, okay. Erneut sollen die renommierten Olympischen Spiele in Olympien stattfinden. Die Traditionen, die diese Spiele umgeben, stammen aus längst vergessenen Tagen, angeblich aus denen von mächtigen Herakles selbst, und sie bieten eine Gelegenheit, an der sich ganz Griechenland erfreut. Es ist unser Brauch, den stolzesten und fähigsten Sohn von Ägypten loszuschicken, damit dieser in unserem Namen teilnimmt. Wir glauben, 2 ideale Kandidaten gefunden zu haben. Einen Sohn von Apollo selbst mit dem Namen Magas und einem strammen Kerl, der sich selbst Artemidotos nennt. Welcher dieser Athleten sollen wir schicken, um an den Spielen teilzunehmen? Was, Notebook, die 5 Freunde? Viel zu petten, hörst? Also gut, das hier ist der Magas. Der ist nicht so loyal. Und das hier ist der Artemidotos. Der ist sehr loyal. Jetzt guck mal, was es bedeutet. Also, ich bin der Meinung, dass wir den Artemidotos schicken, wenn der nämlich... Also, ich weiß nicht, was passiert. Ich sag gleich dazu, ich weiß nicht, was passiert. Aber ich gehe davon aus, dass derjenige, der gewinnt, der wird natürlich beliebter. Und deswegen schicke ich jetzt ihn hier. Ich hoffe einfach, dass er dann beliebter wird, weil er ohnehin schon loyal ist. Und wenn er da einen guten Platz machen sollte, also das Lustige ist, dass der aber leider besser ist. Wir sehen es an den Werten. Kriegskunst, Finesse. Das sind alle möglichen besser als er hier. Wenn der halt hingeht, kann sein, der gewinnt. Und dann, ich wette, der macht uns Trouble. Da seine Loyalität schon für den Arsch ist. Aber was würdet ihr sagen? Würdet ihr sagen, das ist der Magas?
oder das scheint sein Bruder zu sein, oder der Artemidotos ist, den wir schicken sollten. Hallöchen Rudolf, guten Abend. Was ist eure Meinung? Haut mal ganz, ganz kurz mal rein. Ich trinke in der Zeit mal einen Schluck Tee. Ihr könnt auch 1 oder 2 schreiben. Mhm. Okay, das muss nicht so lange machen. Hallöchen Sessel, nehmen jetzt einfach mal den Magas. Dann haben wir jetzt halt mal einen Konkurrenten. Ah, jetzt kommt Matschkow mit 2, jetzt kommt der Graf mit 2. Okay, jetzt sind wir dann doch hier. Ja gut, ich nehme jetzt den da. So, ist erledigt. Den Artemidotos. So, Dele. Wir werden sehen, ob er gewinnt. Das dauert jetzt eine Weile. Wir haben wieder die Möglichkeit, da mache ich jetzt kurz Pause, eine Erfindung zu machen. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ne? Wir haben am Anfang eine gewisse Anzahl von Erfindungen oder Technologien, wenn ihr so wollt, die wir so nach und nach durch Zivilmacht uns aneignen können. Also die können wir dann realisieren. Und diese Liste hier, die wird mit der Zeit leer. Sie füllt sich wieder auf, dadurch, dass hier die Forschung in die nächste Stufe geht. Jedes Mal, wenn die Forschung in die nächste Stufe geht, werden hier dann drei Dinge, also drei neue Technologien hier quasi verfügbar. Dankeschön, Rudolf, für den Follow. Willkommen. Also, wie gesagt, das ist dann jedes Mal so der Fall, wenn hier quasi die Technologie hochgeht. Es gibt Völker, die technisch extrem langsam, da wird das tendenziell immer leer und du sammelst dann einfach saumäßig viel Zivilmacht an, kannst damit aber nichts machen. Es gibt aber auch Völker, die techen scheiß schnell und dann hast du nicht genügend Zivilmacht, um diese ganzen Technologien hier quasi hier zu holen. Das kannst du dann machen, wie du willst, Hans. Er weiß es eigentlich. Das werden wir sehen. Also wir können uns überlegen, wollen wir professionelle Seeleute? Treme würde dann 2% mehr Disziplin bekommen. Bei der Arbeit lernen. All unsere Einheiten werden dann quasi um 5% von Anfang an ein bisschen besser erfahren. Also sie haben schon mal eine leichte Anfangserfahrung. Allerdings ist es auch so, dass Erfahrung mit der Zeit sich abbaut. Deswegen bin ich mir da gerade eben nicht so ganz sicher, ob das wirklich so viel bringt, außer man setzt sie gleich ein. Standardisierte Maße verbessern den Handelswert national, schier Steuern national, das wäre sehr, sehr wichtig, denn wir machen ohnehin schon sehr viel Geld über Steuern. Stammesreserve würde die Produktion von Stammesmitgliedern um 5% erhöhen. Die Proxen neu würde die Beziehungsverbesserung höher setzen, also wir könnten höhere Beziehungen haben. Anspruch fingieren, reduzieren hier. Menschliches Verhalten macht die diplomatische Reputation besser. Hier können wir die Omenstärke verbessern und hier die Moralerholung der Armeen. Ich denke, ich möchte die Steuern verbessern. So, dann machen wir es mit noch mehr Geld. Oh, und ich sehe gerade eben, was ist das? Fehlender Gouverneur. Hier fehlt es ein Gouverneur. Wir können jetzt mal gucken, der Nikloid oder der Alarit. Das sind Familien, die fühlen sich von uns ein klein wenig verachtet. Das ist der... Warte mal, nee, genau hier der Nikloid, das ist der hier. Oh Gott, der ist einfach viel zu scheiße. Wisst ihr, ich weiß, warum diese Typen von uns verachtet werden, weil sie können nichts. Und das hier ist dann noch der Alarit. Ja, der Alarit, der wäre immerhin sogar noch einigermaßen brauchbar für religiöse Zwecke. Vielleicht so als Menschenopfer. Ich weiß es nicht. Das ist so schlimm, ey. Die verlieren halt in der Zeit immer mehr Loyalität. Und wenn die Loyalität immer niedriger ist und sie haben das Geld dazu, dann fangen sie an, Randale zu machen. So, ich brauche jetzt hier einen fähigen... Oh Gott. 5 Punkte Finesse. Das ist also das Beste, was Ägypten zu bieten hat. Einen sturen Wohltäter mit 5 Finesse. Ich sehne mich zurück nach Rom. Aber, also gut, er ist stur, seine Beliebtheit sind, seine Festungsverteidigung ist aber besser. Und er hat hier, weil er Wohltäter ist... Das ist ja geil, die Beliebtheit durch seine Sturheit und Wohltäterei gleicht sich komplett 0 auf 0 aus. Ja, aber ich werde ihn tendenziell nehmen. Zufriedenheit von Sklaven, lokal und national, finde ich eigentlich ganz gut. Was macht er jetzt hier? Zivilisationsbemühungen, das ist okay. Kann ich mit leben. Kommt mir vernünftig vor. So, jetzt gucken wir mal ganz, ganz kurz mal hier rein. Hier ist momentan die Gouverneurstrategie, lokale Autonomie.
Das heißt, sie sind sehr ineffizient, was die Bevölkerungsproduktion angeht, aber sie sind alle sehr zufrieden. Ich bin jetzt der Meinung, dass wir das Ganze jetzt hier mal in die religiöse Konvertierung packen. Denn ich möchte, dass diese Leute alle so nach und nach gute Hellenen werden. Ein unangenehmes Geschenk. Leukon, ein loyaler Diener des Staates und doch ein Mann mit einem fragwürdigen Talent für Ästhetik, hat eine Statue zu Ehren von Ptolemäus in Auftrag gegeben. Die Bürger versammeln sich von weit und fern, und als die Enthüllung stattfindet, steht Leukon einfach da, die Arme verschränkt und mit einem kleinen Grinsen in seinem Gesicht. Ich kann es nur machen, grauenhaft, dann wird halt Ptolemäus weniger beliebt. Oder ich kann machen, zerstört sie sofort, dann verlieren wir auch ein bisschen Beliebtheit. Aber er wird auch noch illoyal. Ich sage einfach grauenhaft, ja, weil wir haben 100 Beliebtheit, 10 Beliebtheit können wir verkraften. Das sind diese tollen Lose-Lose-Entscheidungen. Ich würde hier eigentlich sehr, sehr gerne mehr schwere Infanterie bauen können, aber ich kann es nicht. Wie ihr seht, es ist gar nicht zur Auswahl, das ist ein echtes Problem. Wir müssen irgendwann mal irgendwo Eisen herkriegen. Es gibt hier überhaupt kein Eisen. Guck gerade eben mal. Ne, wird auch nicht mal angeboten. Es wird nirgendwo auf dem Markt angeboten. Was ich auch noch machen möchte, ist hier so ein bisschen die Sklaverei zu optimieren. Das klingt jetzt ein bisschen pervers, ist aber ernst gemeint. Ich möchte nämlich, dass, wie gesagt, überall so 15er-Dinger sind. Oh, die Olympiade endet. Ganz, ganz kurz noch. Ich möchte, dass überall 15 Sklaven sind, um dann letztendlich diese Boni überall alle aufzubauen. Die Armeen, die da rumstehen, das sind Söldnerarmeen. Die kann ich jederzeit ausheben. Die kann theoretisch jeder ausheben. Aber die stehen jetzt halt einfach bei mir rum. Also die sind einfach vorgefertigt auf der Karte an bestimmten Hotspots beziehungsweise an bestimmten Ballungszentren. Da sammeln die sich halt einfach an, so als Logik. Und wenn du die benutzt, dann und du sie wieder abheuerst, also nicht mehr an, also quasi wenn die Dienstzeit endet, dann bleiben sie dort stehen, wo du sie zuletzt geparkt hast. So, die Olympiade beendet. Die großen Olympischen Spiele sind mit viel Freude und Feierlichkeiten zu einem Ende gekommen. Der Höhepunkt des diesjährigen Spiels fand während der Diaulos, einem Doppelstadionrennen, statt. Cenares aus Dardanien flog dabei fast über die Ziellinie und raste unter Jubelrufen in die Zuschauermenge. Es war bestimmt nicht gesund für die Zuschauer. Als Sieger der Spiele wurde Xenokrates Tauromenid aus Polyrrhenien ausgerufen, der zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen siegte. Seine Kraft, Männlichkeit und Tapferkeit werden unvergesslich bleiben. Er wird als Held des Olymps in die Annalen der Geschichte eingehen. Naja, viel Glück beim nächsten Mal. Wir bekommen trotzdem Beliebtheit, weil wir jemanden hingeschickt haben. Schön. So. Dann gucken wir mal weiter. Also wie gesagt, ich möchte das jetzt hier alles noch weiter ausbauen. Ich möchte diese Sklaven woanders hinsiedeln, damit ich hier auf diese Boni komme. Hier sind es halt auch 10. Hier gäbe es noch Fisch. Wir haben aber schon Fisch. Datteln. Ich muss mal gucken, habe ich irgendwie Datteln? Das ist alles Getreide. Hier gäbe es Glas. Was bringt mir so mal Glas? Forschungsgeschwindigkeit, Handelswert. Ich könnte also, wenn ich jetzt hier diese Sklaven hinpacke nach Alexandria. So. Noch 2 Stück mehr. Wie gesagt, 3 Stück bringen hier original gar nichts. So, und jetzt habe ich nämlich hier den Bonus für Glas. Ja, ich habe ihn ohnehin schon, aber ich kann das Glas jetzt theoretisch auch verkaufen. Also so optimiere ich jetzt hier einfach quasi meine Dingenskirchens. Fisch haben wir auch noch. Datteln hätte ich eigentlich ganz, ganz gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich nur Datteln habe. Das ist auch nur Getreide. Getreide. Das sind so wie es aus Tonwaren. Den Überblick gewinnen, wo was ist. Haben wir Datteln, meine Freunde. Oh, da hat es doch nochmal was. Hier gäbe es Stein. Um die Festungen und Baukosten verringern. Wie heißt das Ding hier? Babylon. Ja, das ist Babylon. Kann ich den nach Babylon schicken?
Babylon. Es gibt auch. Nee, das geht nicht. Es gibt eine gewisse Maximalreichweite, um die Leute irgendwo hinzuschicken. Müsste den jetzt also dann erstmal dorthin schicken. Das möchte ich mal ausprobieren. Nach Atarbechis. Und jetzt gucke ich mal, ob ich den noch weiter schicken kann. Kann ich den jetzt hier nach Babylon schicken? Nee. Das geht nicht. Nikolos. So, Nikolai. Und jetzt? Geht's jetzt? Babylon. Also ihr seht, was es für ein Gefrickel ist. Also man kann's, man muss sie erst, also man muss sie anscheinend erstmal dann ganz mühselig über die Grenze bringen und erst dann kann man sie weiterschicken. Meine Güte. Datteln waren in Psenef. Feier. Oh, hier. Epis. Das, warte mal, das gibt's gar nicht. Also, die Stadt, die du schreibst, die gibt's in, mit der Aussprache nicht. Einmischung in Judäa. In letzter Zeit hat sich die Aufmerksamkeit unseres Basileus zunehmend auf seine phrygischen Rivalen Basileus gerichtet. Unsere gemeinsame Grenze mit Judäa, einem Untertanen von Phrygien, gibt uns die einmalige Gelegenheit, die phrygische Position indirekt zu unterwandern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies anzugehen, je nachdem, was wir damit erreichen möchten. Der Schutz der judäischen Ländereien ist sicherlich deutlich schwächer als der ihrer Lehnsherren und wir könnten daher einfach ihre Hauptstadt infiltrieren. Anschließend sollte es auch nicht sonderlich schwer sein, die Wut der Menschen zu entfachen, Sklaven zu sein, in den Willen der phrygischen Lehnsherren, Entschuldigung, die dem Willen der von phrygischen Lehnsherren anzustacheln oder diese Situation dazu auszunutzen, um die lächerliche Leichtigkeit aufzuzeigen, mit der wir kommen und gehen können und so eine Vertrauenskrise hervorrufen. Simons Beliebtheit, wer ist Simon? Das ist, er ist der Adonis von Judäa. Der Adonis von Judäa. Ich gucke mir es gleich an nochmal, Rudolf. Okay, das ist wahrscheinlich sowas wie der Herrscher. Die würden dann Stabilität verlieren, zeigt dem Volk, wie schwach seine Meister sind. Phrygien verliert Meinung mit Ägypten, Judäa verliert Meinung mit Ägypten. Oder schürt den Hass auf ihre Herren. Simon verliert 10 Beliebtheit, Judäa erhält Unruhe. Das ist auch negativ. Oder korrumpiert ihren Adonis. Judäa erhält 50 Meinung über uns. Judäa verliert 50 Meinung über Phrygien. Phrygien verliert 50 Meinung über Judäa. Und erhält aber auch Korruption. Oder können wir es nicht einfach sein lassen? Ich denke, wir machen es eher so. Kommt auf jeden Fall. Es läuft auf jeden Fall auf den Krieg hinaus. Gehen. Kannst du sagen, was du willst. Oder wir machen einfach hier die nationale Unruhe. Dann randalieren die vielleicht. Schürt den Hass auf ihre Herren. So, und jetzt mal ganz, ganz kurz nochmal. F, also Xenoipheia. Ja, da hast du recht, da waren die Datteln. Da brauche ich noch fünf Leute, muss ich da irgendwie hinkriegen. 10 neue 4, 10 neue 4. Dann schicke ich jetzt mal hier 5 Sklaven. Ab 10 neue 4. 1. 2. 3. 4. Und 5. So, jetzt haben wir im 10 neue 4 hier 15 Sklaven und damit machen sie den Bonus. Und dadurch haben wir jetzt hier auch den Dattelbonus. Wir sind total verdattelt. Zufriedenheit freier Männer geht hoch, Zufriedenheit freier Männer lokal und der Handelswert geht nach oben. Das ist doch alles super. So, Problem ist Edelmetalle. Also ich produziere auch Edelmetalle hier irgendwo. Provinz Troglodytien. Ach, daher kommen die Troglodyten her. Troglodytia. Wo ist Troglodytia? Troglodytien. Ja, ist schon ein bisschen weit weg, ne? Shit! Da schaffe ich jetzt aber keine Leute runter.
Okay. Halten wir das mal fest. Wir können aber, Moment, jetzt weiter Sachen bauen. Wie gesagt, das hier wird gerade eben noch gebaut. Lass uns das hier noch bauen. Hier kann ich auch noch 1, 2, 3. 1, 2. Jetzt habe ich wieder kein Geld mehr. Ja, ja, die Namen werden definitiv recht gewöhnungsbedürftig. Das ist aber normal. Wir reden hier schließlich von ägyptisch-griechischen Namen, sage ich jetzt mal. Gewisse Dinge sind, also ich weiß nicht mal, wie man die wirklich ausspricht. Chemis oder Chemis oder... Vielleicht spricht es auch Chemis oder ganz anders aus. Vielleicht ist das auch stumm. Oder auch das E. Man weiß es nicht, wie die damals geredet haben. Also ich weiß es nicht, wie die damals geredet haben. Aber wir machen auf jeden Fall genug Kohle. Also wir können auf jeden Fall weiter das hier alles ausbauen. Also ich denke, für uns ist es wichtig, dass wir am Anfang jetzt hier das mal ganz, ganz krass ausbauen. Und was ich auch der Meinung bin, ist, dass diese Armee hier total ineffizient ist. Ich pack jetzt mal... ...10.000 Mann darüber. Totaler Quatsch, was ich hier gerade eben gemacht habe. 10.000 Bogenschützen. 1, 2, 3, 4. Die sind übrigens loyal gegenüber ihrem Anführer, was unter Umständen ein echtes Problem darstellt. So, auswählen. Ihr geht dahin. Der hier ist grausam. Effizienter bei der Versklavung. Kann man machen. Wenn man die Loyalität angucken sollen. Niemals einfach irgendjemanden nehmen. Die Loyalität ist bei sowas unglaublich wichtig. So. Wir wurden einen Bonus erhalten. Festungsverteidigung. Das ist gut. Und wir machen auch noch Geld nebenher. Das ist total geil. Machst jedes Mal Geld. So oder so machst du Geld. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier eine Verteilung, ja, Nelotisch, oh Gott, Kultur, also wir haben ein riesiges Kulturen-Kauderwelsch hier. Handelseinfluss, unsere Handelsvereinbarung mit Judäa hat einen hervorragenden Rendite hervorgebracht. Zusammen mit dem Wohlstand unserer beiden Staaten beschleunigt sich auch die Bewegung der Menschen. Unsere Stadt Elassa wurde mit einer Welle von Migranten gesegnet, die glauben, dass sie eine bessere Chance haben, wenn sie ihr Leben in Ägypten aufbauen wollen. Wie könnten wir sie ablehnen? Wir können Bürger in Elassa bekommen oder 4 Sklaven? Wer ist das? Judäa. Elassa. Wo bist du? Da unten! Ja, der Weg von Judäa hierhin ist ja natürlich auch wirklich ein absolut direkter, ne? Also... Elassa. Wo ist es denn? Habe ich sie wieder nicht mehr gefunden. Hier. Also ganz im Ernst, da nehme ich gerne die Bürger. Was? Bürger? Ja, aber ich nehme lieber die Bürger als die Sklaven, weil Sklaven bringen mir einfach nichts. Ich nehme Bürger. Jetzt sind sie einfach 3 Bürger. Ist okay. Die helfen halt beim Handelswert und bei der Forschung. Die Sklaven brauche ich da momentan eh nicht. Das ist Quatsch. 3 Männer wären da vielleicht nicht schlecht gewesen, aber Bürger sind auch nicht schlecht. So. Und nochmal das da dahin. Hallöchen, das Bleb. Guten Abend. Grüß dich. Nochmal kurz mal warten. Ich gehe mal auf eine Geschwindigkeit höher. Dass sich hier einfach mal das Ganze so ein bisschen schneller durchtickert. Das ist auch eine bessere Gegend hier. Ich denke, die sollte ich als allererstes mal ausbauen. Dann kann ich hier den Zivilisationswert noch weiter steigern. Zivilisationswert ist halt wichtig. Ein erhöht Versorgungslimit. Barbarenwachstum wird reduziert. Bevölkerungswachstum wird verbessert. Zufriedenheit von allen Bürgern wird verbessert. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ja, am besten erstmal angucken, das Spiel, ne? Muss man ja immer noch selber entscheiden, ob man quasi ein Spiel von Anfang an spielen will oder nicht. Machen wir mal langsam. Ich denke mal, ich gehe mal auf Bevölkerungswachstum.